Ja, willkommen zurück. Blöderweise war gerade eben das Bild weg. Ganz komisch. Deswegen einfach weiter. Nichts verpasst. Wir sind jetzt in der Feuergrotte. Haben die Zeit auf 20 Minuten gesetzt. War doch nur Spaß. Ich wollte nur, dass du dich entspannst. Ja. Christus macht Späßchen, weil andere Leute mit Ausbildern nicht so ganz klarkommen. Wir schon. Wie dem auch sei. So, wir haben neue Kämpfe vor uns. Hey. Flederflapflap, sehr gut. So. Wir können erstmal Blitz lagern. So, und die Viecher dann mit Laser zerschießen. Mich immer noch, wie das hier vernünftig funktioniert mit dem mit dem Ding hier. Hat er irgendwie nichts gebracht. Ganz seltsam. Aber dafür gibt es ein paar Erfahrungspunkte und Gegenstände. Ja, noch so eine Sache, die mich an Final Fantasy 8 eigentlich echt ein bisschen genervt hat, war das, waren diese, die Art und Weise, wie man die Waffen aufwertet. So, Feuer. Ja, komm, kann auch Squall ziehen. Besser als nichts. Nee. Gegner sind immer was Schönes. Oh, Bomber. Bomber sind gemein. Wir müssen jetzt schauen, das war jetzt allererstes mit Squall hier ein bisschen rumhacken. So, sie hat jetzt nicht so cooles, aber sie kann Feuer lagern. So, er kann mal mit Shiva und, unterwegs sein. Weil ich meine, Eis ist sowieso mal ganz gut. So, es dauert ein bisschen, bis Shiva kommt. Fein. Und dann kommt auch endlich Shiva. Und macht hier mal ein bisschen Terror. Yay, Girl with Sex Feel. Und das ist so der Punkt, die geilen Forces, also die Beschwörungen, die man hier hat, sind ziemlich mies, also sind ziemlich krass drauf. Finde ich zumindest. Wie man hier ganz gut nochmal sehen konnte. Ich glaube, hier war nichts außer dem Gegner. Oh, das sieht ja fröhlich aus. Machen wir einmal die Laseraugen. Ich bin echt gespannt wegen diesem Multi. Es muss hier irgendeinen ganz bestimmten Trick geben, das vernünftig hinzubekommen. Ah, ist schon tot. Ganz toll. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Dann rennen wir den Weg dann nochmal zurück und wieder hier hoch. Nichts Besonderes, den Drop-Punkt dort hinten hatten wir ja schon. Ein einzelner Bomber. Wunderbar. Ich finde es so krass, wie die einfach so mit ihren Augen durch die Gegend lasert. Seltsames Ding. So, ja, da sind wir auch schon. Du und Cypher seid eine Klasse für sich. Ihr seid wirklich stark. Aha.
So, jetzt wird's ernst. Bist du bereit? Ja, genau. Es ist genau das. Vor 20 Jahren habe ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt. Also, genauso wie du. Die Frage war wohl überflüssig. Hallo! Ach, du bist ja ein süßes Doggy. Das ist nebenbei eine mega coole Sache, dass man Guardian Forces auch bekämpfen kann mit Laser und dass die auch gerne in einen Dialog treten, denn ich habe jetzt bewusst Shiva eingesetzt. Wir müssen nur aufpassen, weil Shiva hat ihre eigenen Lebenspunkte und wenn mich nicht alles täuscht, wenn Shiva auf 0 fällt, ist zwar der Charakter immer noch, also bleibt Squall zwar immer noch am Leben, aber man kann Shiva nicht mehr einsetzen. So ein Moment. Aber das macht gar nichts. So, Christus kann hier nämlich die ganze Zeit ihre Laseraugen durch die Gegend werfen. Nicht schlecht für einen Menschen. Ja. Wenn ich dich sehe, wird mir schlecht. Und noch einmal ihre wunderschönen Augen. Bling! Sie hat von Superman gelernt mit dem Laser. Und Diamantenstaub. Ifrit kriegt jetzt mit Shiva zu tun. Das freut ihn natürlich ganz sicher überhaupt nicht. Wir bereiten schon mal unseren nächsten Angriff vor mit Kürze. Gegen Shiva bin ich machtlos. Ich verlor euch meine Macht. Ausgezeichnet. Keine EP erhalten. Dafür haben wir eine Ifrit-Karte. Guardian Forces haben ein ziemliches Stück bekommen. Und wir dürfen jetzt Ifrit mit uns rumschleppen. Yay. Wir haben zwar keine Zeit, aber hör mir gut zu. Du hast doch jetzt die GF. Und wenn du diese GF koppelst, kannst du Element K einsetzen. Ich erkläre dir mal kurz, was Elemente überhaupt sind. Beim Koppeln können Nebenbasiswerte wie Stärke oder Magie auch Elemente-Parameter verändert werden. Wenn eine GF Abilities Set besitzt, kann man die Elemente koppeln kann, bla, erscheint im Fenster über dem HP-Wert. Die Elementoption in weiß mit rechts wechselt man. In das Kopplungsmenü für Elemente. Das Koppeln von Elementen geschieht auf dieselbe Weise wie bei HP oder Stärke. Man wählt L-Angriff oder Abwehr. Und den Zauber, der damit gekoppelt werden soll. Zauber ohne Elementeigenschaften wie Vita können nicht gekoppelt werden. Die Wirkung der Zauber unterscheidet sich jeweils bei L-Angriff und Abwehr. Der L-Angriff wirkt sich auf den Befehl Angriff aus. Die Prozentanzeige bezieht sich auf die Wirkung des Elements. Dieser Wert beträgt maximal 100%, das heißt Angriff nimmt zu 100% diese Eigenschaft an. In unserem Fall wird Kälte zu 50%, das heißt 50% mehr Schaden bei kälteempfindlichen Gegnern. Wenn man L-Abwehr koppelt, werden Schäden durch dieses Element vermindert. Der verminderte Wert wird in Prozent angezeigt, bei 100% beträgt der Schaden 0. In unserem Fall sind es 80%. So dass sich der Schaden durch Hitzeelemente nur auf 20% beläuft. Wenn der Wert mehr als 100 beträgt, werden Schäden absorbiert und in HP umgewandelt. Um wie viel der Charakter geheilt wird, hängt ebenfalls vom Prozentwert ab. Hierbei werden 50% des Schadens durch Hitze in HP umgewandelt. Je nach
Ability der Guardian Forces können bis zu 2 Arten von Elementarabwehr gekoppelt werden. Wenn 2 Feuer mit demselben Elementeigenschaften gekoppelt werden, addieren sich die Werte. Es ist empfehlenswert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Bei Optimal werden natürliche Zauber automatisch gekoppelt, die die besten Werte aufweisen. Soviel zum Koppeln von Elementen. Yay. Da du hier meistens Monster mit Hitze-Element antriffst, solltest du am besten Eis mit Elementangriff koppeln. Ach toll, die Zeit ist jetzt schon rum. Na gut, dann erstmal Christus. Sollte erstmal... auf jeden Fall Chrissy Cottle wieder zurückziehen. Auch wenn das jetzt für sie ein bisschen blöd ist. Aber ist auf jeden Fall besser für uns gleich bald später. Dafür kriegt... kleinen Moment. Achso. Dafür kriegt Squall jetzt alle 3. Das ist in Ordnung. Zauber. Optimal auf Stärke, auf Magie, auf HP. Lieber auf Stärke. Ability haben wir hier keine. Jawohl. Wo war das nochmal gleich? Nee, da nicht. Bei Squall. Koppeln, Zauber. Ah, hier ist es. Blitz. Nee. Öh. Zustand. Achso, lol. Hier geht noch gar nichts. Na dann. Warum geht hier noch nichts? Moment. Das ist irgendwie seltsam. Ich dachte, das soll, hier soll mittlerweile schon was gehen. Koppeln, Zauber. Achso, er hat nur den hier. Dann wäre... ja, dann lassen wir es bei Blitz, weil wir haben kein Eis. Also von daher ist das hier Murks. Dann gehen wir wieder zurück. Na, 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 na. Sehr schön. Neue Gegner, neues Glück. Hm. Erstmal schön meinen Kaffee übers Gesicht gekippt. Ich will immer noch wissen, wie das hier mit dem Multi vernünftig funktioniert, aber Christus haut das Viech sicherlich mit einem Schlag weg. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Yay. Oh, doch. Hm. Nichts Besonderes. Ich glaube, ich hätte die Zeit auf 10 Minuten packen sollen. Vielleicht wisst ihr es ja noch. Mit welcher Taste war das? Dreieck? Viereck? Kreis? Select? Select? War es nicht Select? Moment. Probier das gleich mal aus. Weil eigentlich müsste es ja irgendeine Resonanz geben, wenn hier diese Leiste jetzt kommt. Nichts. Ich weiß noch, dass man später bei den Guardian Forces irgendwie anfeuern konnte. Und da musste man die ganze Zeit irgendeine Taste Power smashen, bis dann irgendwas passiert ist. War das X? Ich probiere es einfach nochmal. Wir haben jetzt hier mehrere Gegner. 3 Stück sogar, das ist gut. Oh, und von hinten angegriffen. Umso besser. Laserauge erstmal auf den Dicken da hinten. Und du prügelst mal die Purpurmaus. Passiert dabei irgendwie nichts.
Also ich habe es jetzt mit X probiert. Ich habe ja noch ein paar Kämpfe vor mir, um das herauszufinden. Neue Fähigkeiten. Nebenbei diese Zufallskämpfe gehen mir auch ein bisschen hart auf den Puffer. Ich gucke einfach mal gleich in die Bedienungsanleitung von Final Fantasy 8. Ich meine, ich habe die alte von der PlayStation noch. Vielleicht steht das da drin oder so. Oder ich gucke einfach mal ins Tutorial. Das wäre es doch auch mal. Kampfsteuerung. Statusanzeige, das ist mir egal. Befehlsfenster ist mir egal. Egal, egal, egal. Draw, egal. Spezialtechnik. So. Multi dieser Charakter nennt Spezialtechnik und unterscheidet sich. Okay. Bei der Zielauswahl links drücken, um das Ziel aus einem Hilfsfenster auszuwählen. Okay. Gedrückt halten, während eines Kampfes die Flucht ergreifen. Okay. Das war jetzt irgendwie nicht so hilfreich, wie ich es mir erhofft habe. Nee. Gucken wir uns mal hier Status an. Energieanzeige. Schultertasten. Okay. Ich probiere es einfach mal. Ja! Ja, du hast recht. Du hast recht. Man muss die Schultertaste gedrückt halten. Und dann kam ein neuer Befehl. Ich probiere es einfach mal. Funktioniert. Probier's einfach. Ah. Ich probier's gleich einfach nochmal. Irgendwie. Irgendeine Schultertaste. Ich gebe dir völlig recht. Zumindest war das bei den GFs so, ne? Dass man eine Schultertaste drücken musste zum Jubeln. Dann fällt immer rechtzeitig die Schultertaste drücken. Probieren wir mal. So, Multi kommt. Ja! Ach! Du hast recht, es war die Schultertaste. Also, es war in dem Fall R1. Man muss R1 im richtigen Moment drücken. Yay! Endlich! Wir haben es rausgefunden. Boah, du hast es rausgefunden. Jetzt können wir hier auch ganz gemütlich raus aus der... Ah, Hölle. Nee. Ich muss das mit Multi noch mal ein bisschen länger, noch mal ein bisschen besser trainieren. Yeah, 3 Hits. Ich werde besser. Ich glaube, es war so eine Sache, die hätte ich früher nie gerafft und deswegen habe ich sie auch nie eingesetzt. Aber gut, ich glaube, wir sind hier erstmal durch. Wir können jetzt wieder zurück zum Balam Garden. Wunderbar, ich bin begeistert.
So, du kannst einfach mal weiter angreifen. Was könnte man mal aus dem ziehen? Feuer und Analyse. Nehmen wir mal Feuer. Eine ganze Menge davon. Achtmal Feuer erhalten. Analyse wäre auch nicht verkehrt. Ich meine, wir hatten es ja bei Final Fantasy 7 Remake schon gesehen, wie mächtig Analyse ist. Nein, ich wollte ihn noch gar nicht angreifen. Egal, zu spät. So, nochmal ein paar Mal Analyse erhalten. Und besiegt. Okay. Da, 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 da. Cool, ich habe eine Karte bekommen fürs Triple Triad. Okay. Ah, okay. Gut zu wissen, danke dir, weil ich glaube, das werde ich dann einfach mal machen. Voll schlecht. Okay. Ich mach das, was der gute Blechwalze gerade geschrieben hat. Status Gunblade auf Automatik ein. Und okay. Zurück zum Garten. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht von GF. Daran solltest du immer denken. Boah, noch ein Tutorial. Danke. Geil. Gib mir mehr davon. Wie züchtet man GF? Die GF-Level steigen durch XP-Erfahrungspunkte. Abilities hingegen erlernen die GF durch AP-Ability-Punkte. Was sind XP und AP? XP bekommt man durch Kämpfe, der GF-Level steigt dabei automatisch. AP bekommt man ebenfalls nach Kämpfen. Welche Abilities dadurch erlernt werden, hängt jedoch vom Spieler ab. Daher sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Sobald man im Menüpunkt GF auswählt, erscheint eine Leiste der verfügbaren GF. Wenn man zum Beispiel Shiva auswählt, genau, Schnarch, werden die Leistungswerte von Shiva angezeigt. Hier werden Verhältnis zum Charakter, Level und andere Parameter aufgelistet. Durch die Auswahl Lernen erscheint eine Liste mit den Abilities von Shiva. Die Fähigkeiten in Weiß, zum Beispiel Stärke K, sind Abilities, die Shiva bereits erlernt hat. Die in Grau, wie Körper K, hingegen welche sie noch nicht erlernt worden sind. Die erste Zahl neben der grauen Ability zeigt die bisher gesammelte AP. Die nächste Zahl zeigt die benötigte AP, um diese Ability zu lernen. Die Werte neben Körper K besagen, dass man bisher 0 von 50 benötigten AP gesammelt hat. Um zum Beispiel L-Angriff K zu lernen, bewegt man den Cursor auf L-Angriff K und bestätigt die Auswahl. L-Angriff K wird anschließend von Shiva erlernt. Die danach erworbenen AP werden für die Ability L-Angriff K gesammelt.
Sobald die benötigte AP von 160 erreicht ist, eignet sich Shiva diese Ability an. Nachdem eine neue Ability erlernt worden ist, wird eine andere als die zu erlernende Ability festgelegt. Welche Ability neu hinzukommt, hängt stets davon ab, welche zuvor erlernt wurde. Die Reihenfolge des Lernvorgangs beeinflusst die GF-Leistung. Daher ist es empfehlenswert, immer in diesem Menü selbst die zu erlernende Ability auszuwählen. So viel zur Aufzucht von GF. Viel Erfolg! Ab in dein Zimmer und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Aber ich gebe ihr natürlich recht, trotz allem wollen wir, dass hier bestimmte Abilities erlernt werden, und zwar Anfeuern. Ich bin mega der Fan von Anfeuern. Deswegen, dass erstmal jeder als erstes lernt. So. Und los geht's. So, hier haben wir wieder... Das Ding hat sich erfrischt. Vita. Squall soll's ruhig ziehen. Super, Squall hat viermal Vita gezogen. Yay. Wir bauten hier bitte schon diesen Poller hin. Das ist ja furchterregend. Hey! Das war ja gerade seltsam. Auf einmal verabschiedet sich mein Spiel in den Hintergrund. Ich glaube, das Spiel möchte mir irgendwas damit sagen. Ich glaube, es ruft. Mach lieber was anderes. Spiel Breath of the Wild. Oder sowas. So, wir können hier nochmal kurz abspeichern. Dieses Beenden hier an der Stelle nervt mich nebenbei unglaublich. Normalerweise auf der PlayStation hat man diese Einstellung Beenden nicht. Und deswegen finde ich das so seltsam, wenn man hier nochmal extra Beenden hat. So, wir wollen zu unserem Quartier, hieß es. Kann ich dann einfach hier entlang gehen? Nee, ich muss den langen Weg gehen, das ist ja... Ich meine, da oben ist extra so ein Ringgang. Würde man diesen Ringgang gehen, dann würde man doch viel schneller zum Quartier kommen. Kleiner Moment. Ach, ich glaube, da war was. Es gab irgendwelche komischen Momente, bei denen man die Gil... Man bekommt immer regelmäßig Gil in diesem Spiel. Und das hängt von verschiedenen Entscheidungen ab. Wenn man zum Beispiel... direkte Befehle befolgt oder irgendwie sowas, kriegt man nochmal einen kleinen Bonus. Und... Ach, ich weiß nicht mehr. Irgendwas gab's da. Das war die Mensa. Damned! Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier richtig bin beim Quartier. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Dann ist das hier das Quartier. So, hallo. Wie viele wohl die Sehprüfung heute Abend bestehen? Die theoretische Prüfung war aber mega einfach. Ich weiß nicht, was sie gerade gesagt hat. Ist mir egal. Sie war mega einfach. Sagen wir, sie war mega einfach. So, die Uniform. Okay, umziehen. Geil. Sehe ich nicht cool aus? Mm-mm. Wollen wir hier speichern? Nee. Ah, okay. Ja gut, je höher der Seetrang, umso höher die Kohle, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass es mehrere Prüfungen davon gibt. Das ist ja mal interessant. Also, ist auch, wie gesagt, ewig her. Ich habe versucht, das Spiel wie Final Fantasy 7 durchzuspielen und hatte irgendwie das Gefühl, dass hier ich sehr, sehr viel... ja, vergessen habe dabei. Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Cell Binged,
Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xel Dinscht? Jo, sind wir zusammen? Ja, sind wir. Auch bei Cell, das... Ernsthaft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man das bei jedem Charakter machen könnte, den man spielen kann. Auch bei Cell lassen sich die Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Willst du mir noch zeigen, wie? Ernsthaft. Wenn man im vierten Fenster die Duellfunktion auf 1 stellt, werden die Kombos automatisch ausgeführt. Die angewandte Spezialtechnik wird dabei zufällig ausgewählt. So viel zu Cells Spezialtechniken. Xel. Typ mit Fäusten. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hör mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Cypher, bist du hier? Cypher? Die Leibgarde Fujin und Raijin. Der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Quistus Treep. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Setz Quistus auf die Liste. Und die Liste? Was wohl da drin steht? Zum Date ausführen. Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst es nicht, klar? Sind alle zusammen. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, ausgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin Sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit C, der Stolz des Balabgard. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle, bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als C geeignet sind. Es wird langsam Zeit. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich im Internet nach Komplettlösung gucken werde. Aber das überlege ich mir so ganz spontan.
Hey Squad, zeig mal deine Gunblade. Hm. Komm, nur einmal. Hm. Bitte, bitte, bitte. Hm. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hm. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts, nichts. Nerv hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Es reicht jetzt. Christus? Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendetwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Hm, super. Wir können jetzt einen PKW steuern. X vorwärts, B rückwärts. Ein- und aussteigen. Yay! Richtungstaste Richtung angeben. Und rum, los geht's. Miau. Fahren wir durch die Landschaft und haben Spaß am durch die Gegend fahren. Denn durch die Gegend fahren ist herrlich, wenn man hier im Dorf durch die Gegend tourt. Da ist dein Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schiss? Ihr seid die Letzten. Steigt ein, Tempo. Enttäusch mich nicht. Beeilung, Beeilung. Beeil dich, Squall. Ja. Und an dieser Stelle erstmal ein Cut. Wir sehen uns dann gleich demnächst wieder bei Let's Play Herr der Ringe Online. Final Fantasy 8. Bis denn!